Wo sind wir jetzt, ist die Frage. Das ist die einsame Hütte. Ich gehe gerade nochmal hin. Das ist nicht der Server, wo wir eben gerade waren, weil da war es nämlich Tag. Vielleicht ist auch hier der Ping nicht so hoch. Die scheinen auf jeden Fall direkt was abzubekommen. Der hat Bock da mit seinem Arm? Was geht denn da ab, Alter? Okay, lass ich jetzt mal so stehen. Was machen die da? Ey. Einer war hier doch noch. Ich wollte es gerade sagen. Einer war hier doch noch. So, Hirsch. Wo bist du? Ich brauche nur einen einzigen Hirsch. Ich gehe mal da rund. In Richtung nach da unten. Weil irgendwo... Ich brauche nur rohes Hirschfleisch. Und das war's. Ich war nur so dumm und habe direkt das alles verkocht und habe nicht drauf geguckt, was ich dafür brauche. Ja, kann mal vorkommen. Was geht hier? Ach komm. Schön, dass er einfach stoppt, weißt du? Einfach nicht schlägt, so überhaupt nicht. Hallo? Kannst du mich flachsen oder was? Schlag doch einfach zu. Oh mein Gott. Er guckt halt so, ja, ach, ist es ein Roboter? Ach, ein abgestürzter Satellit, ach. Okay, Red Away, wie sieht es an der Front aus? Ja, da ist ein bisschen was. Kann man mal... Ich nehme mal... Der gute Red hier. Der gute, gute Red Hirsch. Verschlungen. Jetzt wird es schwierig, einen neuen zu finden. Es sei denn, ich finde eventuell einen Händler. Ich weiß, dass hier unten zum Beispiel ein Händler ist. Oder auch an jedem Bahnhof einer. Vielleicht hat einer von denen rohes Hirschfleisch. Dann kaufen wir das einfach mal. Kostet dann wahrscheinlich natürlich entsprechend viel, je nachdem, wo wir es holen, aber können wir nichts machen. So ist das. Wir können auch nicht neu laden, weil das ja alles irgendwie in Echtzeit gespeichert wird und ja. Kann ich ja mal zerstören. Gibt es noch irgendwelche Waffen oder so? Nö. Trading Post. Hat hier vielleicht einer was? Das nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Das hier vorne ist ein Händler. Haben Sie etwas so gekocht? Wenn ich eine Nase hätte, würde ich der hat nichts. Kann ich hier vielleicht was verkaufen? Addictol. Weg damit. Das hier, Fury. Oh, Fury. Da muss ich die ganze Zeit an Darksiders denken. In 3 Tagen kommt's raus. Gut, sehen Sie aus. Ich werde es wahrscheinlich etwas später erst spielen. Aus diversen Gründen. Beziehungsweise aller spätestens im November. Schön, aus offensichtlichen Gründen. Wesen zu treffen. Schauen wir mal. Das wird auf jeden Fall sehr... sehr spaßig. Ich bin sehr gespannt darauf. Ich werde mir auch keine Videos und nichts dazu anschauen, weil ich einfach dieses... Ich habe ja die ersten 2 Teile wirklich mehrfach gespielt. Als sie rauskamen, die neuen Versionen, also die Originalversion mehrfach, die Neuauflagen mehrfach, also die War Mastered Edition
Und die Definitive Edition. Mehrfach, beide separat. Und ich will mir halt dieses reine, die Geschichte so nicht vorwegnehmen lassen. Ich weiß, dass es um Fury geht, um Zorn, die Schwester von Tod und dem Krieg, und es spielt auch irgendwie separat mit dem mit den ersten beiden Teilen, also zeitgleich. Und mal gucken, welchen Aspekt der Geschichte wir diesmal aufdecken werden. Ich bin hibbelig darauf, ganz ehrlich. Aber auch sehr gespannt und was zum Teufel war das? Meiner Lagerkiste? Ach so, warum ist sie denn so? Ah, die ist doch blau. Ich wollte schon sagen, ich leg den Schrott jetzt mal nicht weg, weil dann legen wir automatisch auch das Zeug weg, was wir zum Herstellen von diesem komischen Köder da brauchen. Und dann sitzen wir wieder da. Komm, es muss doch irgendwo ein Hirsch zu finden sein. Jetzt wieder in eine Basis gebaut. Ist noch nicht sehr groß. Da oben ist ein Zelt. Ich meine, ich finde ständig... Oh, ich dachte schon. Ich finde ständig Hirsche. Wirklich überall. An den unmöglichsten Orten. Und dann... Wenn ich einen suche, ist keiner da. Das ist ein Hohn. Ein Hohn. Nichts hier. Nichts. Wow, wow. Wo kommt die denn her? Also, nee, ich dachte, ich bin in der Hocke, weil ich so langsam bin. Ich renn einfach nur nicht. Weil ich so wenig Ausdauer habe. Kein Hirsch. Kein Hirsch zu sehen. Das ist schade. Das ist sehr schade. Das hier sieht tatsächlich aus irgendwie. Als ob hier, das sieht aus wie ein Flussbett. Wir liegen überall Stahltrümmer rum. Oder es ist... Ist hier vielleicht irgendwas abgestürzt? Ein Flugzeug. Ist auch eine Möglichkeit. Noch jemand eine Basis gebaut? Das ist ein Hirsch, das ist ein Hirsch, das ist ein Hirsch, das ist ein Hirsch. Ist mir jetzt egal, ob hinter mir was ist. Alter, du entkommst mir nicht. Ne, 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 ne. Warum rennt meiner nicht? Warum? Ach, leck mich, ey. Ohne Scheiß. Komm her. Wuhu. Ja. War das jetzt richtig? Hä? Du hässliches, kleines Vieh. So, zurück zum Camp und gib ihm. Meine Güte. Oh. Ab und zu muss man mal was trinken. So. Direkt Sprengköder herstellen und dann alles in die Kiste feuern. Wunderbar. Super, Sie haben sich ekligen, das wollte ich jetzt nicht machen. Sprengstoff besorgt. Und jetzt? Das wollte ich machen. Lauf. Haben die Fallensteller auch gemacht. Jedes hungrige Raubtier wird mit Sicherheit vom Geruch von Frischfleisch angelockt. Diesmal hatte Chuck ihm bei diese verrückte Idee gekommen. Nach einem Überfall Sprengköder entlang der Strecke ausgelegt. Als die Responder mit ihren Spürhunden nach uns gesucht haben. Genau. Das hier und das. Obwohl, das behalte ich mal. Vielleicht finden wir unterwegs ein paar Sachen, die wir da dran bauen kann. Naja, weil ihnen die Köpfe weggepustet wurden. Teste den Sprengköder an einer Kreatur. Egal, Sie wissen schon, was ich meine.
Egal, wofür Sie Muss ich nur eine Kreatur verwenden. finden? Bringen Sie damit einfach etwas zur Strecke, das Sie töten und fressen würde. Sagen Sie mir Bescheid, wie es für Sie läuft. Das ist der Plan. Das ist der ganze Plan. Jetzt muss ich nur irgendwas finden, was mich töten und fressen würde. Ein Wolf. Ein Hirsch. Ein Hirsch nicht. Ein Wolf. Eine Maulwurfsratte. Ein Ghoul. Ah, nee, verbrannte ist recht nicht. Ein Ghoul eventuell. Was? Es geht da unten der EP-Balken nicht mehr weg, oder was? Wie ist das hier gedacht? Und ich bin hier? Nee. Wilder Mischling, wo war denn der gerade? Hier, in dein Gesicht! Du musst dahin. Du musst nur da durchdrücken. Boah! Hoho! Genauso wird's gemacht. Ich habe immer noch nicht mein Zeug weggelegt. Gibt's nicht. Warum hört er immer auf zu reden? Lassen Sie sich von dem Namen nicht täuschen. Wir nannten sie scherzhaft so, weil sie sich standhaft geweigert haben, ihre Würde aufzugeben und nicht ohne Anlass gewalttätig werden konnten. Pazifisten. Ich grad ablegen weiß gedrückt. Nicht viel über ihre speziellen Taktiken. Hatten sie überhaupt welche? Keine Ahnung. Vielleicht eine Todeskralle zu finden und sich mit ihr anzufreunden oder so. Hä? Meint die das ernst? Mhm. Mit einer Todeskralle anfreunden. Solange wir nicht aus dem, muss ich raten, dritten Teil oder New Vegas, einer von beiden war's, diesen Helm bekommen, womit wir die steuern können, telepathisch, wird das nix. Das der einzige Moment, bei dem ich gesehen habe, dass eine Todeskralle, ich sag mal, ja, Moral oder ja, Empathie gezeigt hat. Nicht Empathie, Sympathie. Wo es uns nicht in der Luft zerrissen hat. Das war im vierten Teil, wo wir da das Ei zurückgebracht haben. Wo die Raider, oder waren das die Raider, die das gestohlen haben? Da haben Raider ein Ei von der Todeskralle gestohlen. Und wir haben es ihr zurückgebracht. Wir hätten es natürlich behalten können, weil das halt viel wert war. Und auch zum Kochen halt gut geeignet war. Wir könnten es aber auch einlagern. Und also wir konnten es wieder zurückbringen ins Nest. Und sobald man in der Gegend war, war es, glaube ich, hat die den bei schwierigen Gegnern geholfen. Dann kam sie aus dem Gebüsch gesprungen und hat die zerrobbt. Alter, macht der. Alter, ist es sein Ernst? Ist es sein scheiß Ernst gerade? Wirklich jetzt? Oh mein Gott. Alter, ich stack hier irgendwie fest gerade. Lad doch nach, du Flachzange, ey. Hihihi. Das ist jetzt nicht so gut. Okay, komm. Komm. Okay, das bringt gar nichts. Oh Gott, was ist das hier? Red Skorpion. Scheißdreck. Ich will ihn verkrüppeln. Alter, halt dich. Boah, was ist knapp. Hat uns gerade echt mit einem Schlag, ist nicht 70% abgezogen? Habe ich nicht irgendwas anderes, was Schaden machen müsste, theoretisch? Rein theoretisch? Wo bist du?
wie er sich auch an uns ranzoomt. Ich hab's gleich. Alter. Heilen! Oh. Sowas muss echt nicht sein, weißt du? Das kostet uns nur unnötigen... Hä, was ist denn das jetzt hier? Hä, hallo? Schuss? Triffst du auch mal vielleicht? Oh mein Gott, die Server haben definitiv gerade irgendeinen Knacks. Das kann ja wohl nicht sein. Boah. Alter. Nein. Hier wollte ich hin. Red Away. Das brauche ich. So, Meierlöck, Eieromelette. Und Nuka-Cola. Ist es noch? Ja. Boah, Red Skorpion auf Level 22 ist natürlich ein Arschgegner. Red Skorpione sind mit die ekligsten Gegner, die man bekommen kann. Sollten wir vielleicht nicht so nah ran. Wer weiß, was da abgeht. Und dann noch mit so einem hohen Level auf krank. Der hat uns jetzt mit irgendeinem AIDS-Scheiß infiziert. Ach, ich blute aus Wunden. Ja, nice. Dann wird da direkt mal ein Heilmittel für drauf geballert. Weil mit so einer Krankheit will ich nicht rumlaufen 2 Stunden. Ja, nice. Jetzt frage ich mich, wenn man jetzt tot ist, wie wir gerade eben. Und es ist ja oft so, wenn man rausgeht und wieder reingeht, verschwindet das Camp einige Male. Ja? So jedes zweite, dritte Mal. Ich muss da lang. Ah, ich bin eben außen rum, okay. Wenn man jetzt gar keine Kronkorken hat, wirklich null, wie soll man dann, wie soll man dann wieder spawnen? Weil wir haben ja schon von hier nach hier einen Kronkorken bezahlt. Das heißt, nur wenn man nicht direkt in einem Ort drin verreckt einfach, kann man dann nicht mehr wieder respawnen? Oder wie ist das gedacht? Das würde mich mal interessieren. Hat da einer eine Basis gebaut? In dem Windrad? Oder ist das... Gehört es jetzt hier dazu? Hm. Ne, ich hatte ja eh keinen Schrott dabei. Daher muss ich auch nicht meine verlorene Beute zurückholen. Es gibt keine verlorene Beute. Oh, wow. Darauf hätte ich auch verzichten können. Ich meine, der Kleber ist natürlich schade, aber den werden wir eh verlieren, weil wir uns mit einer Todeskralle anfreunden sollen. Komm ich hier runter? Ja, das geht. Komm ich hier runter? Jetzt habe ich hier keine andere Wahl. Oh. So, wie mache ich das? Ciao. Oh, hey, Moment. Was war das jetzt? Das wirklich durchziehen. Hä? Lauf, um lauf. Gottes Willen, wir reden hier von einer Todeskralle. Hä? Ah, Sie sind eingetroffen. Töten Sie das Biest oder lassen Sie es. Mir egal, solange ich mir keinen neuen Assistenten suchen muss. Ah. Fliehen oder töten? Wow, wir haben es echt geschafft. Oh mein Gott. Ich werfe Ihnen vor, dass Sie wie ein Feigling Fersengeld gegeben haben. Aber hey, Sie leben noch. Und das bedeutet, dass Sie mir weiterhelfen können. Also, schön für Sie. Halt dein dummes Schandmaul da. So, und nun wieder zurück zu Rosé. Was? Das ist wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt, um Ihnen beizubringen, dass dort draußen nicht jeder... Machen wir. Alles gut, wir stehlen was. Ohne zu zögern. Geh mal ran. Und gib ihm. Die Blackwater-Banditen waren als gewiefte Diebe bekannt. Man glaubt es kaum, aber einmal haben sie in einem Lager der stählernen Bruderschaft zugeschlagen. Verrückt, oder?
Sie schlichen sich direkt an den Wachen vorbei und stahlen ihnen Waffen, Munition, Mini-Atombomben und was weiß ich nicht alles, während die anderen schliefen. Und ehe man sich versah, zogen die Ritter mit eingezogenem Schwanz ab und wir hatten ein neues Arsenal. Tja, die Bruderschaft ist nicht mehr da, aber es gibt noch schwer bewaffnete Supermutanten. Bestehen Sie die. Schleichen Sie. Vielleicht müssen Sie nicht gegen alle kämpfen. Aber eigentlich geht es mir nur um Ihr Waffenversteck. Vielleicht ist was Gutes dabei, vielleicht auch nicht. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Ja, wie soll ich da zur Hölle hinkommen? Ich gehe einfach von hier aus. Weil von da müssen wir auf den Berg drauf, von dem anderen müssen wir einfach nur runterlaufen. Zu irgendeinem Sendeturm. Der wird wahrscheinlich ganz oben auf dem Berg stehen. Wie das normalerweise für Sendetürme so üblich ist. Richtige? Ja. Okay, wir müssen was stehlen. Ich hab doch Stealth Boys in so einem Dreck, oder? Einen! Wie lange geht denn der? 30 Sekunden. Dann muss ich da wohl vorsichtiger sein. Rein und wieder raus am besten. Weil wenn die Supermutanten, je nachdem was für ein Level die haben, könnte das etwas unangenehm werden. Supermutanten haben oft sehr starke Nahkampfwaffen dabei. Oder schnelle Feuerwaffen. Okay, ist das schon hier? Mal ist das Ding an? Nee. Jetzt ist aus. Wir haben hier Level 5er. Das ist jetzt auch nicht so das Wahre, ganz ehrlich. Ich kann mal wegmachen. Wenn wir natürlich treffen würden. Das wäre eine Voraus... Ist er gerade runtergefallen? Was ist denn das jetzt? Wo kommt die denn jetzt her? Immer diese random Scheiße, ey. Was, durfte ich nur dreimal schießen und dann war Magazin leer, oder was? Dort schon Acker. Da ist ein Bild. Wo ist der andere Supermutant? Ah, das ist ein Raketenwerfer? Was haben Sie denn da gefunden? Ein Raketenwerfer? Der ist auf dem Dach, glaube ich. Den König würde ich gerne töten. Behalten Sie, was auch immer Sie gefunden haben. Sie haben es sich verdient. Was ist das hier? Splittermine? Der Teil wird ein bisschen eklig, aber auch skrupellos. Okay. Also gefällt er mir. Allerdings dreht sich mir schon der Magen um, wenn ich nur daran denke. Andererseits hatte ich schon lange keinen Hunger mehr. Also, wer weiß, wie verzweifelt ich wäre, wenn es keine Nahrung mehr gäbe. So wie bei dem Komet. Wir lassen sie so, obwohl sie in den... Oh, was ist denn das jetzt? Ich werde sie niemals verspeisen lassen. Wow, ich habe gerade gar nicht auf meine Leben geachtet. Ich habe eine Gruppe umherziehender wilder Ghule gesehen, die sie zur Strecke bringen sollen. Für Zielübungen sind die immer gut. Ich sage nicht, dass das von den Gourmets richtig war. Aber niemand musste beim Verspeisen von Menschenfleisch oder Ex-Menschenfleisch Hunger leiden. Benutzen Sie einen Schutzstocher oder so, bevor Sie mich wieder besuchen. Ich will kein verfaultes Ghoulfleisch in Ihrem Atem. Das ist er doch. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Komm schon, lad doch nach. Lad nach. Boah. Okay, der hat einiges dabei gehabt. Ich guck gerade mal. Das nehme ich mit. Das hier schmeiße ich weg. Sehr cool. Automatisches Impro-Gewehr. Das ist exakt... Nee, ist nicht exakt dasselbe.
Fast, aber nicht ganz. Dann nehmen wir das. Hier fülle ich nochmal auf. Vielleicht eine Stack. Das heißt, ich habe jetzt hier auf der 4. Moment. Hier auf der 4. Mein Sniper. Ja. Sehr cool. Einen wilden Ghoul. Wo finden wir den? Diese Richtung? Da unten? Bei Standort Charlie? Ist es euer Ernst? Wir finden nirgendwo anders. Ach, komm. So, bitte. Ich gehe erstmal hier hin. Wir müssen ja nur irgendeinen wilden Ghoul töten. Wo der jetzt steht? Ist, glaube ich, nicht genauer beschrieben. Hier vielleicht? Die hängen immer gerne in so... Ne, das sind Supermutanten. In so Skiresorts rum. Wo waren denn... Jetzt muss ich gerade mal überlegen, wo waren denn Ghule? Wo habe ich denn Ghule gefunden? Hier vielleicht? Das ist ein Atomkraftwerk. Nähe vom Atomkraftwerk? Eventuell. Ich meine, mehr als gucken kann ich nicht probieren, daher, ne? Okay. Einen wilden Ghoul. Ich weiß nicht mehr, ob ich hier... sogar ein Offizier. Wilder Ghoul-Offizier. Der hat übrigens... Also diese, das hätte ich schon mal erwähnt. Die haben die Atomcodes dabei. Ich hab doch... Also... So viel dazu. Das sind die Gourmets würden das jetzt verspeisen. Ich kann sie nicht dazu zwingen, aber sie werden doch keinen Rückzieher machen. Du hast doch wohl einen Schuss, oder? Und Abflug. Die hat doch wohl einen Schatten. Die sagt, ich soll den essen? Hallo? Ach ja. Ja, sie haben eine Menge über Raider-Taktiken gelernt und ich muss sagen, die waren alle scheiß. Toll von hier aus anzuschauen. Waren sie erfolgreich? Scheint so. Sie haben überlebt, oder? Über ihre Belohnung können wir uns unterhalten, wenn sie hier sind. Gut gemacht, sie. Eines Tages wird es hoffentlich soweit sein, dass die NPCs uns mit dem Namen ansprechen, den wir uns geben. Den wir uns geben. Mir fällt gerade nichts ein, was sie für mich tun könnten. Also, wie wär's? Wollen sie nicht vielleicht verschwinden, bis ich sie wieder brauche? Ah, sie sind zurück. Warum schauen sie mich an? Den Ton kann ich nicht mal nachmachen. Was für ein Wissen? Will die mich verarschen? Ich fackel die gleich ab hier oben. Egal. Sie können noch mehr Zeug haben, das hier so rumliegt. Gib mir was. Weg mit dem hässlichen Skischwert. Hintern hochbekommen und endlich nach diesen Schlüsselteilen suchen könnte. Sprich, Hexe. Ich glaube, ich vertraue Ihnen mittlerweile genug, um Ihnen ein kleines Geheimnis zu verraten.